Meine Damen und Herren, es ist sehr berührend, dass Sie sich Zeit nehmen, danke, an diesem wirklich sommerlichen Tag für eine Nachmittagsakademie in den Festsaal zu kommen, der nicht klimatisiert ist. Das heißt, es wird vermutlich noch wärmer werden im Lauf der Zeit durch unsere Gedankenarbeit, aber auch durch unsere physische Präsenz, die sehr zahlreich ist. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich und freue mich, mit Ihnen kurz, wenn Professoren kurz sagen, ist es immer gefährlich, aber es soll wirklich kurz sein, eine Skizze Ihnen zu geben von dem Weg der Katholischen Akademie hin zu der neuen Gestalt, die sie als Akademie am Dom bekommen wird mit kommendem Wintersemester. Für mich ist das ein sehr bewegender Moment, denn fast vom ersten Tag an als Weihbischof, zumindest seit dem 16. November 1991, als ich das Dekret erhielt vom Kardinal Grohe, dass ich als Weihbischof auch zuständig bin für Kultur, Wissenschaft und Kunst. Danke, danke, die Archivarin weiß das alles. War auch die Katholische Akademie ein Teil meiner Aufgaben. Das war ein Moment, als man eigentlich die Akademie schon begraben hatte. Ich werde gleich auf die Vorgeschichte der Wiener Katholischen Akademie eingehen, aber diese Anfangszeit meiner Tätigkeit als Weihbischof ist mir natürlich sehr präsent. Ich kam direkt von der Universität von Fribourg und war sehr beeindruckt von der Geschichte der Katholischen Akademie und ihrer Vorläuferorganisation, der Leo-Gesellschaft, über die ich gleich etwas sagen werde, und erfahre, dass sie geschlossen werden soll. Ich habe damals Kardinal Grohe mit meinem jugendlichen Elan überzeugt, dass man das doch nicht tun kann, dass sie durchaus eine Lebenschance hat, und mit großem Schwung haben wir begonnen, die Katholische Akademie aus dem Dornröschenschlaf, wie glaube ich einmal, nein, das hat Kardinal Initzer einmal gesagt, vom Dornröschenschlaf der Katholischen Akademie aus, sie aus diesem zu wecken. Und es begannen sehr, sehr lebendige und intensive Jahre. Zuerst hatte ich eigentlich so den Traum, an der Leo-Gesellschaft anzuschließen. Was war die Leo-Gesellschaft? Im 19. Jahrhundert ging es katholischen Wissenschaftlern, vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nicht immer sehr gut. Sie hatten nicht unbedingt einen privilegierten Platz im akademischen Leben an der Universität. Und so war es verständlich, dass Kardinal Gruscher damals im Jahr 1889 anlässlich des zweiten allgemeinen österreichischen Katholikentages auch in der Sektion Bildung, die es damals gab in diesem großen Katholikentag, sozusagen einen Verband katholischer Gelehrter zu bilden versucht hat. Und diesen unter das Patronat von Papst Leo dem 13. Gestellt hat. Leo der 13. war bekannt als Förderer der Wissenschaften, und natürlich als Dominikaner freue ich mich, dass er vor allem ein Förderer des Thomismus war, ja, der Studien des Thomas von Aquin. Deshalb heißt auch die kritische Ausgabe der Werke des heiligen Thomas von Aquin die Leonina, weil unter Leo dem 13. diese kritische Ausgabe begonnen worden ist. Der Erfolg dieser Leo-Gesellschaft war enorm. Es hat
im Jahr 1901 über 2000 Mitglieder gegeben. Und es war eine Möglichkeit für katholische Wissenschaftler, sich zu artikulieren, untereinander auszutauschen und auch zu publizieren. Wir haben leider nicht vollständig, vermute ich, aber es gibt sie sicher in Bibliotheken in Wien, die Schriften der Leo-Gesellschaft, die ein wichtiges Organ für katholische Gelehrte waren, sich in der wissenschaftlichen Welt zu äußern. Mit dem Ersten Weltkrieg hat freilich auch die Leo-Gesellschaft eine Krise gehabt. Sie hat auch eine Krise gehabt durch innere Konflikte. Das scheint in akademischen Einrichtungen gelegentlich vorzukommen. Natürlich nicht an Fakultäten und Universitäten, die darüber erhaben sind, aber in der Leo-Gesellschaft gab es auch manche Konflikte. Immerhin war der ganz wichtige Leiter der Leo-Gesellschaft kein geringerer als Professor Dr. Theodor Innitzer selber. Daher verstehen wir, dass Kardinal Innitzer, spätere Kardinal Innitzer, damals Professor, eine Zeit lang auch Rektor der Wiener Universität, ein großes Interesse daran hatte, dass die Leo-Gesellschaft weiterlebt, eine neue Form bekommt. Nach dem Ersten Weltkrieg war freilich die Situation sehr schwierig. Und schon vor dem Zweiten Weltkrieg, hat Kardinal Innitzer begonnen mit der Idee einer katholischen Akademie. Aber dazwischen war die schlimme Zeit des Nationalsozialismus. Die Leo-Gesellschaft wurde auf Magistratsbeschluss am 9. März 1939 verboten und damit war die Geschichte dieser Institution zu Ende. Aber, und das ist ja auch das Thema heute, es waren Abschiede, aber es waren auch Wandlungen. Die faszinierende Geschichte der katholischen Akademie, die eigentlich schon 1936 begonnen hat, ihren Sitz im Schottenstift hatte lange Zeit, auch noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg, hat gewissermaßen die Arbeit der Leo-Gesellschaft übernommen. Sie wurde freilich auch 1938 untersagt, wie alle katholischen Organisationen. Aber sobald der Krieg vorbei war, schon vor Kriegsende, hat Kardinal Innitzer darauf geschaut, dass nach dem Krieg die Arbeit der katholischen Akademie neu aufblühen kann. Es ist faszinierend, wenn man in die Anfänge der Nachkriegszeit schaut, wie diese katholische Akademie geblüht hat. In den ersten 10 Jahren ihres Bestehens nach dem Krieg, lange Zeit war Abt Beichel vom Schottenstift der Präsident, gab es praktisch jede Woche Veranstaltungen in der katholischen Akademie mit Inskription, mit Vorlesungen, mit Noten. Man konnte dort wirklich neben der Universität richtig studieren. Es waren quasi Universitätsvorlesungen, sehr straff organisiert und intensiv besucht. Die Menschen waren ausgehungert von der Kriegszeit und von der schlimmen Zeit des Nationalsozialismus. Ja, es ist sehr berührend, wie zu sehen, wie Kardinal Innitzer an dieser katholischen Akademie gehangen ist, wie wichtig sie ihm war. Und es ist auch sehr berührend, dass es genau
20 Jahre, nein, ich bin immer schlecht gewesen, das Tagesdatum stimmt, am 7. Oktober 55. Das waren 23 Jahre nach, nein, 17 Jahre. Ich kann furchtbar schlecht rechnen. Ich bin in Mathematik fast in der Matura durchgefallen. Auf jeden Fall war es wieder ein 7. Oktober. Wir erinnern uns an den 7. Oktober 38, das Rosenkranzfest im Stephansdom. Tausende junge Menschen, die Kardinal Initzer dort zusammengerufen hatte und wo er sie zum Bekenntnis des Glaubens ermutigt hat und ihnen zugerufen hat, Jesus Christus ist unser Führer. Wir kennen die Fortsetzung auch am nächsten Tag, der Sturm aufs Palais. Es war an einem 7. Oktober 38, also 55 am Rosenkranzfest, hat sich der Gesundheitszustand von Kardinal Initzer sehr verschlechtert und am 8. Oktober 55 ist er in den Morgenstunden verschieden. Der große Schirmherr und Förderer der Leo-Gesellschaft und der Wiener Katholischen Akademie. Kardinal König, sein Nachfolger, hat, bekannt als Freund und Förderer der Wissenschaft, hat die Präsidentschaft der Katholischen Akademie in den Händen von Abt Beichel gelassen. Der Platz war ja das Schottenstift. Eine Zeit lang war dann Weihbischof Weinbacher der Präsident. Und nach Weinbachers Tod im Jahr 85 hat dann Weihbischof Krenn die als Bischofsvikar für Kunst, Kultur und Wissenschaft die Verantwortung für die Akademie übernommen. Generalsekretär war zwei Jahre lang der damalige Professor Andreas Laun, der heutige Weihbischof. Professor Pöltner hier präsent und Professor Heidker waren damals die Sekretäre der Akademie, aber ich brauche jetzt nicht auf die Einzelheiten einzugehen, wie diese Institution sich dem Ende zugeneigt hat. Als ich 91 Weihbischof wurde und mit dieser Aufgabe betraut war, war es mein Anliegen, diese Akademie nicht untergehen zu lassen. Wir haben sogar die Bibliothek zum Teil wieder erobert, die schon weggegeben war. Und wir konnten auch in intensiver Zusammenarbeit mit Professor Pöltner, Professor Heidker, das Leben der Akademie wieder ein wenig in Schwung zu bringen. Aber ganz entscheidend, das darf ich hier in aller Bescheidenheit in Anwesenheit von Frau Dr. Meyer sagen, der Glücksgriff war natürlich, dass ich im Herbst 93 Frau Dr. Elisabeth Meyer bescheiden angefragt habe, ob sie sich vorstellen könnte, die Katholische Akademie als Generalsekretärin zu leiten. Das heißt, ich war damals war ich Präsident, glaube ich sogar, ja, als Weihbischof. Auf jeden Fall war Frau Dr. Meyer bereit, das Generalsekretariat zu übernehmen. Dazu kam ein anderes, schönes, wichtiges Element. Leopold Ungar, Prälat Ungar, hat kurz vor seinem Tod mich gebeten, mir seine Bibliothek anvertraut, nicht ad personam, sondern er hat mich gebeten, etwas damit zu machen. Und wir haben einen Platz für diese Bibliothek, die ein besonderes Juwel ist, in der Lokalität der Katholischen
Akademie in der Ebendorfer Straße gefunden, wohin die Akademie inzwischen übersiedelt war vom Schottenkloster. Über diese Bibliothek gäbe es Eigenes zu sagen, ein besonders faszinierendes Porträt von Prälat Ungar lässt sich anhand dieser Bibliothek machen, zu sehen, was waren seine Lektüren, woraus hat er geschöpft, was hat ihn fasziniert. Es begannen die Jahre unter der Leitung von der Generalsekretärin Frau Dr. Elisabeth Meyer. Ich darf sie vorstellen, sie ist allen bekannt, aber ich darf trotzdem daran erinnern, dass sie vermutlich einer der prominentesten, aber vermutlich, ich würde sogar sagen, die prominenteste Bruckner-Forscherin Österreichs ist. Ihre Publikationen zu Bruckner muss man eher in Metern rechnen als in Zentimetern. Und sie ist langjährige Mitarbeiterin der Akademie der Wissenschaften, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Aber sie hat gleichzeitig theologische Kompetenz mit ihrem Theologiestudium und vor allem mit ihrer großen Fähigkeit, interessante Themen zu sammeln, Menschen zusammenzubringen und der sicher kleinen, aber feinen Akademie ein intensives geistiges Leben einzuhauchen. Wir werden alle nicht jünger und so hat sich immer wieder die Frage gestellt, und wie wird es mit der Akademie weitergehen? Was könnte die nächste Etappe in den Wandlungen der Geschichte dieser akademischen Institution sein? Und da war die Zusammenarbeit, die Begegnung, aber auch die Zusammenarbeit mit den theologischen Kursen ein Glücksfall. Ich muss das wirklich sagen. Es kam zu einer Begegnung, die, glaube ich, auch auf Zukunft hin eine wirkliche Synergie verspricht. Ursprünglich war natürlich die Katholische Akademie eine Gelehrtengesellschaft. Das war die ursprüngliche Idee im 19. Jahrhundert von Kardinal Gruscher. Und das war auch ein bisschen meine Idee bei der Wiederbelebung der Akademie in den frühen 90er Jahren. Die Weitergabe des Glaubens, die Weiterbildung in Glaubensfragen ist ein ganz großes Bedürfnis bei vielen Menschen, das zeigen die theologischen Kurse. Und das unglaubliche Interesse so vieler Menschen an den theologischen Kursen war dann auch eigentlich entscheidend zu sagen, das ist die richtige Synergie. So kann die Katholische Akademie in eine neue Phase gehen, in eine neue Phase ihrer Geschichte. Sie rückt dem Dom näher, sie kommt unter den Schutz der theologischen Kurse und wird als Akademie am Dom gute Jahre haben. Bevor ich sozusagen diese guten Jahre einläute, möchte ich abschließen mit einem Wort des Dankes an alle, die für die Katholische Akademie gewirkt haben, die dort mitgewirkt haben. Ich freue mich, heute Professor Böldner bedanken zu können für seine langjährige Tätigkeit dort. Auch den Mitarbeiterinnen, Frau Trattner, die ich hier sehe, die viele Jahre hier mitgewirkt hat, aber natürlich ganz besonders Frau Dr. Elisabeth Meyer, die die Seele, der Geist und auch das körperliche Wohl der Besucher der Akademie immer im Auge habend, also Leib, Geist und Seele zusammenhaltend, diese Akademie beseelt und belebt hat. Ein herzliches
vergelt's Gott und danke, liebe Frau Doktor.